Harry Potter geht es um Gut und Böse. Und das ist auch Thema in der Passionszeit. Wie gehe ich damit um? Wie treffe ich gute Entscheidungen? Die Idee kommt aus Norwegen. Ich habe das in Oslo letztes Jahr miterlebt. Ein bisschen anders gemacht. Wir haben es auf unsere Bedingungen angepasst. Ich war total fasziniert, dass dann die Harry Potter Musik auf der Orgel ertönt. Pfarrerin Lieve kam zu mir, hat das Projekt vorgestellt und ich war gleich dafür, weil wir bisher immer gute ökumenische Gottesdienste hatten. Ich kannte Potter nicht, natürlich, was man so weiß, und ich habe mich sehr gerne darauf eingelassen, das mal kennenzulernen. Also wir treffen uns alle gemeinsam in der katholischen Kirche. Da ist Startschuss, da wird quasi die Potter-Passion offiziell eröffnet. Gehen dann mit dem Fackelzug hier rüber in die evangelische Kirche und schauen dort den ersten Film an und kommen auch ins Gespräch, was ja auch ganz wichtig ist, dass man über das Gesehene auch miteinander sprechen kann. Am zweiten Tag, da beginnen wir morgens im evangelischen Gemeindehaus mit einem Brunch. Es kommen die nächsten Filme. Da können die Kinder lernen, Quidditch zu spielen. Wir haben eine Trainerin, die das versuchen wird. Die unterrichtet zwar meistens Hockey, aber sie wird es mit Quidditch versuchen. Und es gibt die Möglichkeit für Kinder, Zauberstäbe zu basteln. Und abschließend gehen wir dann in die katholische Kirche und feiern den Abschlussgottesdienst. Ich freue mich darauf, dem Gottesdienst eigentlich zu zeigen, dass das auch mit der Kirche was zu tun hat und dass Kirche sich einmischt in den Themen, die die Menschen beschäftigen. Ich finde wichtig, dass erstmal überhaupt so unterschiedliche Leute zusammenkommen. Ja, also nicht nur Kirchliche, vielleicht auch andere, die über das Thema angezogen werden, dass man mit denen ins Gespräch kommt und dass eben am Ende tatsächlich nicht das Böse siegt, sondern das Gute. Das ist jedenfalls auch unsere christliche Hoffnung.